Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vegasif, diesmal von mir anmoderiert von Newtis, weil sie hier ein kleines Knabberpäuschen macht. Wir sind wieder bei Fire Emblem und wir haben Kapitel 8 beendet und fangen jetzt standardsgemäßig, wie soll es auch anders sein, mit Kapitel 9 an. Das da heißt, auch das wissen wir noch gar nicht, das wissen wir noch gleich. Ja, jetzt haben wir es mal unbeugsam abgeschlossen. Da steht es auch gleich. Kapitel 9 in Gallia. In Gallien. Asterix und Obelix. Leto und Mordecai. Guten Morgen, Ike. Hast du vielleicht einen Moment Zeit für mich? Für dich doch immer. Was gibt es denn? Ich höre zu. Ist doch blöd, wenn nicht. Unsere Ausgaben, unsere Kampffähigkeit, der momentane Status unserer Truppen. Über all diese Dinge musst du Bescheid wissen. Hm? Diese Dinge zu verstehen gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines Commanders? Also dann, lass hören. Sehr gut. Sehr fiesangst. Ja. Naja, es sagt alles aus, was du wissen solltest. Ja, also Einnahmen ist halt, wie viel Geld wir im Kapitel eingenommen 52, haben. 52! Das ist das Windbuch! Dazu zählt, wie ihr seht, ebenfalls, wenn man Items verkauft, der Erlös. Dann Ausgaben halt, was wir ausgegeben haben, das erklärt sich auch von selbst. Konto ist unser momentanes Guthaben. Und Kampferfahrung ist die sind die Erfahrungspunkte, die wir insgesamt in den Kapitel gesammelt haben. Dann Bonus-EP sind halt die Bonus-EP, die wir am Ende bekommen haben. Der Held ist halt derjenige, der die meisten Kills hat. Oder die meisten Kämpfe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wonach das geht. Ich denke aber, es wird nach Kills gehen. Und Neuzugang ist halt, wenn wir jemand Neues angeworben haben. Naja, ich denke mal schon, dass es nach Kills geht. Also in Titania wäre aber schon auch nicht gerade schlecht gewesen. Das stimmt, also es hätte auch viele Kämpfe. Ja. Und Verluste ist halt, wenn jemand in den Kapitel stirbt. Was wir allerdings nach Möglichkeit vermeiden werden. Ja. Weil ich bin eigentlich immer so der Spieler, der das durchspielen will, ohne jemanden zu verlieren, auch wenn ich den Typen nicht trainiere. Ja, das kenne ich mal aber auch. Das hat noch so einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Das war's. Das meiste davon habe ich verstanden. Das kann man doch nicht verstehen. Ich werde dir ab sofort vor jedem Kampf Bericht erstatten. Vielleicht hilft dir das. Das wird es sicherlich, danke. Ich verlasse mich darauf, dass du dich um die Details kümmerst. Mach weiter so, sehr gut. Vielen Dank, Commander. Chips. Ich werde mein Bestes tun, aber nun bitte ich um Entschuldigung, ich muss gehen. Und meine Chips mümmeln. Genau. Mümmel. So. Gib mal meinen Sohn wieder ein Heilmittel. Ja, ich will erstmal das Eisenschwert hier verkaufen. Gibt immerhin 10. Klein Vieh macht auch mit. Ja. Ja, so braucht ein neues Heilmittel. Haben wir noch was zufällig auf Vorrat? Ja. Die teilen ja noch einen Langbogen. Was? Ja, oh ja. Wir haben keinen Bogenschützen. Das ist natürlich sehr intelligent, uns jetzt einen Langbogen zu geben. Ja. Na, sie hat's ja vom Gegner gekriegt. Ja, aber bitte, das, ne. Aber dass der Gegner das gibt, das ist ein bisschen seltsam. Die Items werden hier ja nicht zufällig gedroppt. Boah, ich kann eigentlich mal eine neue Stahlanze kaufen. Ja. Weg. da. Nicht verkaufen, kaufen. Ja, ich wollte nur gucken, ob die auf dem Vorrat liegt. Achso. Dann muss ich nämlich keine kaufen. Ah, das müsste die von Gatri sein. Laufen die jetzt eigentlich ohne Waffen und ohne alles da jetzt durch die Gegend? Ja, aber die kriegen neue Waffen, wenn sie wieder auftauchen. Ja, ich meine, wer zur Hölle trennt sich von einer Gruppe ohne Waffen? Ja, also so, ach, ich gehe hier mal als Abschiedsgeschenk, dürfen wir meine Waffen behalten. Ja, ich gehe da mal einfach mal ohne etwas. Ich spaziere ohne Waffen durch eine Kriegsgegend. Das ist wirklich ausgezeichnet und wirklich schlau. Ja, ich glaube, Titania braucht wieder einen Wurfball. Ja, aber so oft wollte ich sie eigentlich nicht mehr einsetzen. Die krieg ich jetzt einfach nicht, wir müssen sparen! Genau. Oskar steigt auch bald auf. Da freut sich die Grinsebacke. Haben wir noch EP? Ja, wir haben noch EP! Könnten wir sogar noch Leute mit aufleveln. Aber die sparen wir uns lieber auf. Ja. Gibt's neue Unterstützungsgespräche? Oh ja! Warte, ich muss was trinken. Ja, mach das. Das ist mein Stimmchen schon. Ja. Hast du? Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Wahrscheinlich fängst du sowieso an. Fuck!
Hier sind unsere Ausgaben verzeichnet. Unsere Vorgänge. Vorrätig Ihnen zur Neige. Wir benötigen Dörrfleisch, frische Früchte. Eik, hörst du zu? Hm? Oh, tut mir leid. Ich habe leider nicht aufgepasst. Das habe ich bemerkt. Entschuldige, Soren. Könntest du es mir bitte erneut vorlesen? Du bist müde, Eik. Du brauchst Schlaf. Such dir ein Bett und ruh dich aus. Sieht man mir das so sehr an? Ja, sehr. Wenn es dir nicht gut geht, dann zuckt dein linkes Auge. Wie seltsam. Das habe ich niemals bemerkt. Geh und ruh dich aus. Ein paar Stunden wird es auch ohne dich klappen. Ich bin wirklich ganz schön erledigt. Dann geh. Weißt du was, Soren? Du bist überhaupt nicht so gefühllos, wie die anderen behaupten. Im tiefsten Inneren bist du ein richtiger Softie. Entschuldigung? Och, nichts. Bin schon weg. Süße Albträume, Alk. Wie süß. Wollen wir die beiden auch noch supporten lassen? Naja, warum nicht? Ja. Die beiden trainieren wir sowieso nicht. Genau. Wie fühlst du dich, Reis? Gut, kein Fieber, kein Zittern. Danke der Nachfrage. Ich habe gerade an unser erstes Zusammentreffen gedacht. Das ist auch schon fast ein Jahr her. Ist das wirklich wahr? Aber ihr habt recht, wie die Zeit vergeht. Natürlich erinnere ich mich nicht mehr allzu genau an das Treffen, da ich bewusstlos war und stark blutete. Erinnerst du dich daran? Ich weiß nicht, warum wir damals keinen Heiler hatten. Kämpfen ohne Heiler? Nicht sehr schlau. Es war Glück, dass ich euch fand. Ich wage mich sonst nicht so weit in den Wald, aber meine Heilkräuter gingen zur Neige. Ja, das waren wirklich Rüpel damals. Ihr Lagerplatz lag direkt neben deinem Dorf. Jetzt erinnere ich mich wieder genau. Sie waren stärker, als ich gedacht hatte. Wir haben sie nacheinander besiegt, aber einer floh in den Wald. Ich verfolgte ihn. Das war nicht sehr klug. Mein Pferd strauchelte im Unterholz und ich war diesem Schurken ausgeliefert. Shinon kam mir zur Hilfe, bevor er mich töten konnte. Gatri und Shinon waren wirklich sehr besorgt, als sie euch zum Haus meiner Eltern brachte. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ich dachte, Shinon sorgt sich niemals um irgendjemanden. Außer mich selbst. Aber sie blieben an meiner Seite, bis meine Wunden verheilt waren. Daran kann ich mich auch erinnern. Und wenn du nicht so gute Arbeit geleistet hättest, könnte ich heute keine Axt mehr in den Händen nehmen. Ich danke dir sehr. Nein, ich hab zu lang. Ihr habt gerade überzeugt, mich aufzunehmen. Und darum ist es mir jetzt möglich, meinen Eltern Geld zu senden. Sie sind beide schon sehr alt und ich bin der Einzige, der sie unterstützen kann. Deine Eltern waren sehr liebenswürdig, besonders deine Mutter. Und sie hat einen fantastischen Wildbeerkuchen gebacken. Um ihrer Güte Rechnung zu tragen, wäre ich ihren einzigen Sohn mit aller Macht beschützen. Oh, das schätze ich sehr, Titania. Mein Gott. Wenn aus den beiden kein Paar wird, dann weiß ich auch nicht. Ist auch ein sehr beliebtes Pairing. Ja, so klingt das auch schon. Ja, ich hatte übrigens auch nie das A-Gespräch. Von daher weiß ich nicht, wie die ganze Show so endet. Ah. Es bleibt spannend. Was? Zeit? Wir sind erst mal. Oh, verdammt, beim letzten Mal hat das so lange gedauert. Da dachte ich, wir könnten vorher schon mal cutten. Nein, wir könnten die Info alle durchscannen, aber ich glaube, das interessiert keine Socke. Nein. Es sind nur... Es interessiert mich aber, was Soren zu sagen hat. Ich hasse dich. Stimmt etwas nicht, Soren? Die Vorbereitungen sind abgeschlossen? Ja, alles vorbereitet. Du besitzt nur eine Handvoll Roben und ein paar staubige Bücher. Ich habe noch weniger, aber du reist auch mit leichtem Gepäck. Ich verabscheue es, mich mit unnötigen Dingen zu belasten. Ich auch. In dem Punkt sind wir uns wohl sehr ähnlich. Was ist? Du siehst schon wieder so besorgt aus. Nun, nichts schon gut. Sie sind alle sehr langsam, oder? Soll ich nachschauen, was sie machen? Soren, mach dir keine Sorgen. Morgens hier im Sonnenlicht zu sitzen, es hilft mir zu verstehen. Ich lebe, ich habe zuverlässige Freunde. Ich weiß, dass ich es deshalb schaffen werde, dass ich meinen Weg weitergehen kann. Ich hoffe nur, ich belüge mich nicht selbst. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Also gut, machen wir weiter. Ich weiß, die Zeiten werden schwer, aber wenn wir Schulter an Schulter stehen, werden wir es schaffen. Das wird schwer sein, voranzukommen. Klar.
So, haben wir das auch? Ja. Und wir sind bei 10 Minuten. Verdammt! Ach, mach doch einfach halbe Kapitel. Ja. Ich meine, unser Publikum ja nicht unnötig langweilen. Nein, ich glaube, irgendwann sind die Dialoge auch langweilig. Ja. Die wollen dann sicher auch ein bisschen Action! Ja. Ein bisschen Spaß, Spannung. An diesen Ort werden Erinnerungen wach. Hier hat sich nicht die kleinste Kleinigkeit verändert. Der Grashang sieht genauso aus wie vor 10 Jahren. Titania, wart ihr schon mal in Gallia? Vor langer Zeit war ich hier. Ich war ein Ritter von Crimea. Ich kam über ein Ausstattungsprogramm für Offiziere hierher und verbrachte viel Zeit damit, im königlichen Palast von Gallia zu studieren. Jetzt wird mir einiges klar. Deshalb hat euch der Anblick der Laguz nicht überrascht. Genau. Ich habe das Meer vermisst. Wenn die untergehende Sonne das Wasser berührt, scheint es, als stünde der Horizont selbst in Flammen. Wusch! Mein Vater wusste, wo sich das alte Schloss befindet. Er verhielt sich ganz so, als sei er ebenfalls schon mal in Gallia gewesen. War er mit euch hier? Mhm. Und wir waren nicht die Einzigen. Du warst auch hier, Eik. Ich? Eik! Das ist Mordecai. Du antwortest ihm besser. Ja, aber wir setzen unsere Unterhaltung später fort, wenn wir das Schloss erreicht haben. Das war wirklich mysteriös. Was gibt es, Mordecai? Seid ihr müde? Sollen wir uns hier ausruhen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Gut. Beorgs sind eine schwache Spezies. Diese Strecke ist doch lächerlich. Jeder Laguz würde die Distanz mit einem einzigen Sprung überwinden. Jete! Stimmt doch. Wenn du so weitermachst, beschämst du den König. Du klingst wie ein Dummkopf. Du bist mein Untergebener. Sprich niemals wieder so mit mir. Was falsch ist, ist falsch. Du bist eine starke Kämpferin, Jete. Aber wenn es um die Beorg geht, bist du einfach nur stur. Wie bitte? Kommt schon, ihr beiden. Beruhigt euch doch. Ganz ruhig, Mietz. Mordecai? Warte, was ist? Der Geruch im Wind. Es riecht nach Eisen. Der Geruch von Waffen. Der Geruch von Beorg. Schwerer Rüstung. Guten Waffen. Bist du sicher? Die muss man eigentlich auch sehen können. Ja. General, was? Kotav! Wovor? Die Söldner aus Crimea sind in unserem Operationsgebiet eingedrungen. Ha! Sie sitzen in der Falle! Ruft jeden Mann! Macht euch bereit! Wir halten den Gegner hier auf! Ich stehe im Wasser, ich bin Jesus. Ihr steht auf dem Wasser. Meine ich doch. Ich bin im Wasser, ich bin Jesus. Ja, super. Sind wir ja alle Jesus. Schwarze Rüstung. Das sind Soldaten aus Dahlen. Sind hier tatsächlich Invasionstruppen? Dieses Dahlens-Gewürm. Sie stolzieren durch Gallias Wald, als würde er ihnen gehören. Das werde ich nicht erlauben. Das Schloss ist im Süden. Viele Beorgs sind dort drin. Tragen eiserne Waffen. Ich rieche sie. Das ist nicht gut. Titania, alle sollen sich versammeln. Ha, verstanden. Und nun? Was meinst du? Wenn ihr das Gewürm wirklich zertreten wollt, solltet ihr die Ruinen im Süden einnehmen. Und da ihr mit Sicherheit lieber fliehen wollt, bietet sich der Fluchtweg dort an. Wir werden kämpfen. Oh? In manchen Situationen ist eine Flucht vorteilhaft, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir heute verlieren werden. So, so. Ich kämpfe auch. Gut, wir können Hilfe gebrauchen. Ike, wir sind versammelt. Gut, dann los. Ich möchte, dass ihr beide mit Aya und Rolf nach hinten geht. Hallo! Natürlich! Wir zählen auf euch, seid vorsichtig, du hast schon so viele Dialoge. Danke. Bitte. Jeder, der in der Lage ist zu kämpfen, nimmt sich eine Waffe. Sorry, ich kann nicht kämpfen. Greift Söldner. Bewegung! Warum taucht er jetzt noch nach egal? Wer hat den Magieschild? Gar keiner. Da. Magierbinde wäre für Aya ganz gut. Denke ich. Gib mir doch eine Ritterbinde. Die hat Soren. Soren? Soren hat die Ritterbinde. Meine ich ja nicht. Ich meine, eine für den Angriff, für so eine Kriegerbinde. Seid ihr Küre! Bang, 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 bang. Ike!
Ah ja, du und Rolf hattest, haltet euch im Hintergrund, bleibt zurück, egal was passiert. Nein, Ike, wir werden an deiner Seite kämpfen, wir beide. Rolf, ich will aber nicht. Was? Nein, das werdet ihr nicht. Im Ernst, Aya, ihr beide habt nicht mehr Waffen. Ich habe das hier. Ein Heilstab? Genau. Und Rice hat mir beigebracht, wie ich ihn verwenden muss. Ich kann Verletzungen heilen, zwar nur kleine, aber dennoch. Kleine? Nein. Ich lasse dich auf keinen Fall mit auf das Schlachtfeld. Was? Hallo? Rolf, hör auf dich zu benehmen. Hör auf dich wie ein Rotzlöffel zu benehmen, du Heini. Ich werde auch kämpfen. Ich bin gut mit dem Bogen. Ah, mein Bein. Das ist ja was ganz Neues. Eine bessere Lüge fällt dir wohl nicht ein, was? Das ist keine Lüge. Das stimmt, er lügt nicht. Natürlich lügt er. Was redest du denn da, Aya? Rolf hat immer mit dem Bogen geübt und er ist wirklich gut. Nicht wahr, Rolf? Das bin ich. Und wann hast du gelernt, mit dem Bogen umzugehen? Gestern. Mal sehen. Ich glaube, ich habe das einfach so gekonnt. Hör auf zu liegen, du popelfressender Bengel. Man nimmt sich nicht einfach so eine Waffe und fängt an, sie im Kampf zu führen. Jemand muss einem die Grundtechniken beibringen. Nun, vielleicht bin ich einfach ein Wunderkind, weil ich es mir selbst beigebracht habe. Du Kleiner. Du weißt doch gar nichts, Bolt. Genau. Das ist lächerlich. Aufhören, ihr beiden geht zurück. Nein, wir werden wir nicht. Rolf und ich sollten einfach da sitzen und warten müssen und uns um euch sorgen. Wir wollen nicht warten, wir wollen an eurer Seite kämpfen. Wir demonstrieren! So ist das also. Wie ist es mit dir, Rolf? Empfindest du das genauso? Aha, wir wollen lieber bei euch sein. Und was jetzt, Commander? Wir nehmen sie mit. Wir haben keine Zeit für solche Streitigkeiten. Außerdem sind sie leichter zu beschützen, wenn sie in unserer Nähe sind. Meinst du das ernst? Nee, aus Plastik. Ja, ihr werdet das nicht bereuen, Ike. Das verspreche ich. Oh Gott. Das hoffe ich. Ich auch. Herzlich willkommen mit zwei neuen Bratzen. Yeah, wir haben Bratzen. Bratzen sind für die Ewigkeit. Und noch viel weiter. Und noch mehr. So, die Luschen schicke ich mal da lang. Du kriegst dat und dat. Verdammt, du kannst nicht mal ein Heilmagierschild. Wie soll ich dich denn leveln? Na, ja, ist ja auch noch 10, ne? Ja. Die hat bestimmt ein B? Nee, das geht ja gar nicht. Nee. Ah. Das dauert ja noch. Ja. Ich wollte gerade sagen, kannst du ja nicht mal den Stab anwenden? Das wäre ziemlich krank. Ja. Oscar-Attacke! Vergiss nicht, dass du die EP-Fresse auf einen Platz patscht. Ja, gut, dass du es sagst. Sonst haben wir die nächsten EP-Fresse. Ihr geht mal da in die Ecke. Da ist nichts los. Bewegt euch zum C-Punkt! Da ist welcher Punkt? Der da leuchtet. Ich stell Titan jetzt auch einfach mal. EP-Fresser sind hier unerwünscht. Hier werden nur tolle Leute trainiert. Und dazu gehören Partnereinheiten nicht. Genau. Möchtest du ihnen die Gelurkuts erklären? Oh ja, liebend gerne. Allerdings soll ich daran warten, bis wir wieder am Zug sind. Ja, abgesehen davon sowieso gleich bei Minute 18. Vielleicht würdest du es nach dem Cut machen? Ja. Yeah. Ach, Ossi, wirst du auch treffen können. Ossi Osborn. Yeah. I got a dream. Oh mein Gott. Ich höre schon auf. Ja, man sieht, wir haben Mia nicht trainiert. Mamma Mia. Ja, ist ja auch im Gegensatz zu anderen Schwertkämpfern nicht gerade brauche. Ja. Übrigens. Ja? Wenn ihr eine besondere Aufgabe für uns habt, wir hören euch gerne zu. Aber wir werden es nicht dran halten. Bitte? Bah! Wasch dir die Ohren! Wenn du es wünschst, folgen wir deinen Befehlen. Aber du musst uns anweisen. Oh? Ihr seid willens, Befehle von mir anzunehmen? Dies ist ein Kampf der Beorg. Wenn du uns keine Anweisungen gibst, haben wir keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Das sind die Worte unseres Königs. Aber gestern Abend hast du... Das war eine Ausnahmesituation. Wir dachten, ihr wärt in Gefahr. Da habt ihr richtig gedacht. Wir waren in Gefahr. Ich danke euch. Ihr wart uns eine große Hilfe. Gern geschehen. Gut,
lasst uns weiter zusammenkämpfen. Und wenn du uns keine Anweisung gibst, tun wir das, was wir für gut heißen. Ist das akzeptabel für dich? Natürlich, bleibt nur uns ein Glück zu wünschen. Und mit diesen Worten machen wir einen Cut. Bis nachher. Und bis gleich. Bis gleich. Wie auch immer. Ja, denn.